Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Vertrauen in die Cloud, dass das so ein heiß diskutiertes Thema sein wird hier, wenn ich den Vortrag halte, hatte ich nicht angenommen, als ich das zugesagt hatte. Und von daher freut es mich natürlich, dass das an Bedeutung gewonnen hat, wobei wir auf der anderen Seite gerade auch feststellen, dass der Vertrauenszuwachs, den wir so leicht festgestellt haben, jetzt wieder eingeknickt ist. Und das Ganze wegen eines einfachen Handys. So, aber was unternimmt jetzt das Bundeswirtschaftsministerium und was kann ich Ihnen jetzt darüber erzählen? Also mein Name ist Matthias Kurm. Ich bin beim DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder German Aerospace Center. Wir sind Projektträger für das Bundeswirtschaftsministerium und betreuen Programme, die vom Bundeswirtschaftsministerium finanziert werden. Unter anderem eben eins im Thema Cloud-Bereich und mir geht es um zwei Punkte. Zum einen, warum macht das Wirtschaftsministerium überhaupt hier was? Und was macht das Wirtschaftsministerium? Warum macht es überhaupt was? Könnte man jetzt sagen, ist ja eigentlich selbstverständlich. Auf der anderen Seite, wenn eine staatliche Institution was macht, muss man ja auch gucken, dass man jetzt nicht unnötig jemand übervorteilt. Wenn man jetzt hier sich das Wandgemälde anguckt, da geht es um das Steuerprivileg für die Nürnberger Kaufleute, muss man sich ja auch überlegen, was man damit bewirken kann. In dem Fall hat es zu einer sehr lebendigen Stadt geführt. Wir, das werde ich darstellen, sehen hier eben auch Handlungsbedarf vor allen Dingen für die Anwendung von Cloud Computing im Mittelstand. Und ich will dann vorstellen, wie wir da vorgegangen sind. So, worüber sprechen wir überhaupt? Was ist Cloud Computing? Ich denke, da muss man nicht jetzt lang drauf eingehen. Die meisten von Ihnen sind damit vertraut. Im Kern geht es eben darum, dass IT-Ressourcen gemietet anstatt gekauft werden, also dass nicht nur Applikationen übers Internet bezogen werden, sondern verschiedene Arten von Ressourcen, die eben auch kombiniert werden können. Und gemietet statt gekauft heißt, ich mache nicht einmal eine Investitionsentscheidung, sondern je nach Bedarf suche ich mir eben das passende Angebot für mich raus. Hört sich erstmal gut an, die Details, die jetzt hier in der BSI-Definition drinstehen. Ich denke, das lohnt sich nicht, darauf einzugehen. Da wird es einfach nochmal ein bisschen konkreter gefasst. Aber insgesamt ist es ein Bereich, wo man erstmal so sagen, dass verschiedene Wirtschaftsforscher von einem starken Wachstum ausgehen kann. Von daher sieht ja erstmal alles gut aus. Wobei, wenn man genauer hinguckt, man hat hier jetzt in dieser Grafik ganz oben den Bereich der Private Cloud-Anwendung, was sicherlich ein Thema stark auch für große Unternehmen ist. Inwieweit der es dann eben auch für den Mittelstand relevant ist, muss man gucken. Und da fallen natürlich jetzt in solche Marktprognosen auch die ganzen privaten Anwendungen rein, die ja schon einen sehr starken Uptake haben. Das ist hier jetzt nicht unterschieden zwischen Business und Privatkunden. Und es sind Umsatzzahlen am deutschen Markt. Das heißt nicht, dass es unbedingt deutsche Anbieter sind. So. Warum denken wir aber, dass es sich lohnt, auch von Seiten des Wirtschaftsministeriums sich mit dem Thema Cloud Computing zu beschäftigen und hier auch entsprechende Initiativen aufzusetzen, ist, weil wir eben schon die Vorteile, die Sie sicherlich auch schon häufiger gehört haben, als so wichtig erachten, dass wir denken, hier sind eben auch wesentliche Impulse für die gesamtwirtschaftlich möglich, wenn man eben Cloud Computing verstärkt einsetzt, weil flexibler Zugriff auf Daten in Echtzeit bedeutet, dass ich damit natürlich Mobilität unterstütze und immer mehr Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse werden eben mobil. Da ist Cloud Computing ein guter Enabler. Das andere ist, die Abrechnung nach dem tatsächlichen Bedarf ermöglicht mir eben eine viel bessere Anpassbarkeit, wenn ich ein volatiles Geschäft habe, wenn ich zum Beispiel Lebkuchen verkauft, da habe ich natürlich jetzt in der Zeit einfach deutlich mehr zu tun als vielleicht im Januar oder Februar. Und da bietet Cloud Computing eben bessere Möglichkeiten als ein Serverschrank, den ich das ganze Jahr über im Keller stehen habe. Das ist dann gleich auch der nächste Punkt mit den Investitionskosten. Durch das, dass ich als Anwender eben hier nicht mehr selber die Investition in die IT mache, sondern dieses ganze miete, werde ich eben auch auf der Kostenseite flexibler. Und ein Punkt in der Diskussion um Prism,
wird das jetzt auch wieder verstärkt in Frage gestellt ist. Aber ein Punkt, den wir halt auch sehen, ist, dass es Möglichkeiten bietet, die Sicherheit, die IT-Sicherheit zu verbessern. Gerade wenn man an kleine oder mittlere Unternehmen denkt, haben die oft nicht die Möglichkeiten, in Sicherheitstechnologie zu investieren, in die Ausbildung von Mitarbeitern zu investieren, wie das halt ein etwas größerer Anbieter kann, der sich darauf spezialisiert. Deswegen gehen wir davon aus, dass es zumindest die Möglichkeit bietet, auch die IT-Sicherheit zu erhöhen. Und ein Punkt, den wir jetzt auch in verschiedenen Projekten, die wir gestartet haben, sehen, ist, dass mit Cloud Computing KMUs eben auch Technologien nutzen können, die sie vielleicht zum Teil bisher so nicht nutzen konnten, eben weil diese Investitions- und auch Qualifikationshürden möglicherweise nicht mehr so groß sind, muss man sich im Einzelfall angucken. Ja, sieht ja soweit erstmal alles gut aus, aber der Himmel ist nicht nur blau, nicht nur heute nicht, sondern auch was das Cloud Computing angeht, weil wir natürlich verschiedene Herausforderungen haben. Ein großes Thema, selbstverständlich Datenschutz. Wobei Datenschutz ist erstmal auch eine rechtliche Frage, denn beim Cloud Computing geht es darum, dass ich eine Art Outsourcing mache, meine Daten aus dem Haus gebe. Aber da gibt es schon mal die erste Unsicherheit, ist es überhaupt klassische Auftragsdatenverarbeitung, wie es irgendwann mal, als das Bundesdatenschutzgesetz entwickelt wurde, sich gedacht wurde. Und wenn das Auftragsdatenverarbeitung ist, wie erfülle ich denn dann meine Prüfpflichten? Denn laut Bundesdatenschutzgesetz müsste ich auch als kleines Drei-Mann-KMU, wenn ich meine Daten, wenn es personenbezogene Daten sind, zu einem Cloud-Anbieter transferiere, den auch überprüfen können, zum Beispiel in den USA, bei Amazon mal vorbeigucken und deren Rechenzentrum kontrollieren. Gibt da sicherlich auch andere Möglichkeiten, als das wirklich persönlich zu machen, aber da ist zumindest noch momentan eine gewisse Rechtsunsicherheit, wie eben zum Beispiel hier das Datenschutzgesetz auszulegen ist. Dann gibt es natürlich auch die Herausforderung beim Thema Geschäftsmodelle. Also ich habe gesagt, gerade bietet ja viele Vorteile für die Anwender von Cloud Computing, aber für die IT-Anbieter bedeutet es natürlich erstmal auch eine starke Umstellung ihres Geschäfts. Müssen neu investieren, müssen gucken, ob die Kunden diese neue Angebotsform so auch wahrnehmen. Und sie bekommen ihr Geld nicht mehr upfront in Form von dicken Lizenzzahlungen, sondern on the flow. Das ist eine massive Veränderung und so gesehen ist es eben für die Geschäftsmodelle der Anbieter auch eine große Herausforderung. Und wir haben momentan eben auch eine Situation, dass im Markt auch noch nicht so ganz klar ist, welche Angebotsformen sich durchsetzen werden. Gerade auch auf dem Feld der Standardisierung sieht man, dass eben sehr viele unterschiedliche Standardisierungsinitiativen hier auch unterwegs sind und manche haben gerade momentan relativ großes Momentum wie OpenStack, aber bei anderen ist es eben noch völlig unklar, was sich da durchsetzt. Aber für die Kunden ist es natürlich wichtig, hier eine gewisse Sicherheit zu haben, dass sie die Daten, die sie einmal in die Cloud geben, später auch zu einem anderen Anbieter transferieren können. Und eine Idee beim Cloud Computing ist ja auch, dass man Services kombinieren kann. Und für diese Interoperabilität ist es natürlich auch wichtig, dass man ein klar überschaubares Standardsumfeld hier hat. Und bei der heutigen Diskussion um Snowden-Gate, klar, eine große Herausforderung, das Thema IT-Sicherheit. Was kann ich an der Stelle tun? Es ist vor allen Dingen natürlich auch ein gefühlter Kontrollverlust, wenn ich eben meine Daten an der Stelle rausgeben, seien es jetzt personenbezogene Daten oder sei es Geschäftsdaten. Und die Frage ist halt, wie man dem begegnen kann. Wir denken, da gibt es Möglichkeiten, aber das ist dann in den jeweiligen Use Cases eben anzuschauen. Also Kryptografie ist immer noch, denke ich mir, eine ganz gute Möglichkeit für bestimmte Anwendungsfälle, wenn ich die Sachen übertrage. Aber in dem Moment, wo ich es eben auch in der Cloud verarbeiten will, wird es da zum Beispiel dann schon schwierig. Und mit solchen Themen beschäftigen sich dann eben auch die Projekte, die ich im Anschluss gleich noch vorstellen will. Diese Herausforderungen führen jetzt aber eben zu einer großen Zurückhaltung im Mittelstand. Da sind jetzt sogar noch Zahlen vor Snowden-Gate.
Die Befürchtung ist, dass es inzwischen sogar noch stärkere Zurückhaltung gibt. Also die langen Balken bedeuten, die Zurückhaltung ist groß. Und da sehen wir jetzt eben an der Stelle Handlungsbedarf. Und ich kann jetzt auch mal so ins Publikum fragen, wie viel von Ihnen denn Cloud-Dienste nutzen. Also man könnte auch unterscheiden, privat oder geschäftlich. Also wer nutzt privat Cloud-Dienste, sowas wie Dropbox? Sehr schön. Gute Verbreitung, wunderbar. Wer nutzt es beruflich? Ein bisschen weniger, aber auch noch recht viele. Spezielle Gruppe hier sicherlich auch. Wer hat jetzt sein Verhalten durch die ganze Diskussion um NSA geändert und nutzt bestimmte Dienste nicht mehr, die er bisher genutzt hat? 5, 6, 7. Wir überlegen noch, ich sehe schon. Ist noch so in der Entscheidungsphase. Klar ist, es gibt einfach eine Unsicherheit und die Frage ist eben an der Stelle, was kann man tun, um hier das Vertrauen zu stärken und so eben zu einer größeren Akzeptanz und damit eben auch zu einer breiteren Nutzung von Cloud-Angeboten zu kommen, weil, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass diese Nutzung eben auch einfach Vorteile bei der Wettbewerbsposition bringt und von daher wir insgesamt das eben auch vorantreiben wollen, genauso wie Breitbandausbau und andere Themen, wo wir denken, das sind einfach Basistechnologien, die für den Geschäftserfolg wichtig sind. Und hier sieht man es, diesen Vertrauensaufbau, den kann man natürlich auf verschiedenen Ebenen machen. Zum einen natürlich auf der technischen Ebene. Da zuverlässige Technologien zu entwickeln. Open Source, Transparenz ist da sicherlich ein Thema, auch bei den Standards. Der andere Punkt sind die rechtlichen Aspekte, dass man eben guckt, an welcher Stelle das aktuelle Recht angepasst werden muss an die neue Technologie, die einfach ein bisschen anders funktioniert als das klassische Outsourcing, für das die entsprechenden Grundlagen eben schon länger genutzt werden und Datenschutz, Datensicherheit, selbstverständlich natürlich auch Lösungen, wie man eben vor allen Dingen auch das Thema Datensicherheit besser angehen kann, von Identity Management über Verschlüsselung bis hin eben auch zu Rechenzentrumsicherheit. Und für Vertrauen ist natürlich auch immer das Thema Beziehungen wichtig, wem vertraue ich, welche Erfahrungen habe ich mit jemandem. Da geht es für uns eben darum, auch Best-Practice-Beispiele zu schaffen, dass man sieht, es gibt Use-Cases, die auch von Unternehmen erfolgreich am Markt betrieben werden. So, was macht das BMWI? Also jetzt haben wir gesagt, wir machen da was und wir halten es auch für sinnvoll, dass wir was machen. Was machen wir denn jetzt genau? Schon 2010 hat das Bundeswirtschaftsministerium das Aktionsprogramm Cloud Computing gestartet. Das ist ein Programm, ein Strategiepapier, wo erstmal beschrieben wird, wo die Handlungsfelder gesehen werden und wo es dann eben gemeinsam mit Verbänden und der Wissenschaft verschiedene Maßnahmen gibt, die gestartet worden sind. Also von Wirtschaftsseite ist da Bitkom und Eurocloud für die Anbieterseite mit dabei, Voice als Verband für die, habe ich jetzt Anwender gesagt, also Bitkom und Eurocloud für die Anbieterseite, Voice für die Anwenderseite und von Wissenschaftsseite die Fraunhofer Cloud Allianz. Und das ist der Rahmen, in dem verschiedene Initiativen gestartet worden sind. Die wichtigste Initiative, die jetzt eben das Wirtschaftsministerium an der Stelle selber gestartet hat, ist das Technologieprogramm Trusted Cloud, das ich im Folgenden noch etwas genauer vorstellen will. Technologieprogramm heißt, dass hier eben mit öffentlichen Geldern Forschungs- und Entwicklungsprojekte gefördert werden, wo Forschungspartner zusammen mit Unternehmen an
sicheren und rechtskonformen Cloud-Computing-Lösungen für den Mittelstand arbeiten. Ja, hier ist nochmal kurz eine Übersicht über das Aktionsprogramm Cloud Computing. Wer dabei ist, habe ich schon gesagt. Und dieses Aktionsprogramm hat halt vier wichtige Handlungsfelder identifiziert, wo die einzelnen Partner aktiv werden wollen. Das eine ist Innovations- und Marktpotenziale erschließen. Das kann man zum Beispiel eben mit solchen Best-Practice-Use-Cases versuchen. Rahmenbedingungen schaffen. Da geht es vor allen Dingen stark eben auch um den Rechtsrahmen, hatte ich schon drüber gesprochen. Internationale Entwicklung mitgestalten. Das Ganze ist natürlich ein Thema, das sich nicht nur im deutschen Raum betrachten lässt. Das Internet per se ist erstmal international und dementsprechend sind es auch Cloud-Angebote, sodass man hier eben schauen muss, wie man sich im internationalen Wettbewerbsumfeld positioniert. Und ganz wichtig auch der vierte Punkt, Orientierungswissen geben. Der wird sehr stark eben auch von den Partnern in diesem Aktionsprogramm auf IT-Anbieterseite gemacht. Also hier vor allen Dingen Bitkom und Eurocloud, die auch schon entsprechende Leitfäden herausgegeben haben, Arbeitsgruppen betreiben und auch Veranstaltungen machen. Das Gleiche ist eben auch auf IT-Anwenderseite der Fall. Bei Voice gibt es, das ist eine gute Idee, eben auch Arbeitsgruppen, wo auf CIO-Ebene über solche Themen dann sich ein Erfahrungsaustausch aufgebaut wird. Und die Wissenschaft ist ja schon länger in dem Thema drin und ist eben auch an dem Technologieprogramm Trusted Cloud beteiligt, das als Ziel hat, insbesondere den Mittelstand von Cloud Computing zu überzeugen, weil wie gesagt, das hatten ja vorhin auch die Zahlen gezeigt, da ist bisher die Akzeptanz noch deutlich geringer als jetzt bei größeren Unternehmen und die Idee ist eben hier mit solchen Projekten hier gute Beispiele zu schaffen, die zeigen, dass es Sinn macht, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Wie kam es jetzt zu den Projekten, die hier gefördert werden? Es gab eine Ausschreibung schon 2010, auf die sich etliche Kooperationsprojekte mit Vorschlägen beworben haben. Und aus diesen 116 Vorschlägen haben wir 14 Projekte dann ausgewählt und seit Oktober 2011, also die Startzeiten variieren ein bisschen, werden diese eben in der Kooperation von zum Beispiel einer Universität mit einem KMU, von einem Fraunhofer-Institut mit entsprechend auch Anwendern durchgeführt und das Wirtschaftsministerium unterstützt das Ganze mit 50 Millionen Euro. Wie hat man sich jetzt so ein Projekt vorzustellen? Sind da dann immer mehrere Partner beteiligt, die sich eben ein Ziel gesetzt haben. Wir haben zum einen Projekte, die eben für bestimmte Anwendungsfelder versuchen, prototypische Lösungen zu entwickeln. Wir haben aber auch ein paar Projekte, die stärker im Bereich Basistechnologien unterwegs sind, die sich also zum Beispiel mit Identity-Management-Fragen beschäftigen oder mit dem Thema Rechenzentrumsicherheit. Das erste Beispiel, das ich vorstellen will, ist, nennt sich Cloud for E, das heißt Cloud for Engineering. Und da ist eben der Ansatz, dass man Simulationen, die ja sehr rechenintensiv sind, jetzt cloudbasiert anbietet und damit eben auch einem Nutzerkreis zur Verfügung stellt, die das bisher nicht selber gemacht haben. Thema Investitionen. Dafür braucht man relativ hohe Rechenleistung, gerade wenn ich das jetzt eben zyklisch mache, wenn ich das jetzt nicht Tag ein, Tag aus mache, lohnt sich das für ein kleineres Ingenieurbüro sicherlich nicht, da die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. In dem Moment, wo ich das Ganze eben als Cloud-Applikation zur Verfügung stellen kann, erweitert sich hier natürlich der Nutzerkreis erheblich und in dem Projekt wird es eben an einem Beispiel eine FEM-Simulationslösung ausprobiert und es wird vor allen Dingen eben auch daran gearbeitet,
wie eine entsprechende Sicherheitsinfrastruktur hierfür dann aussehen muss. Denn gerade bei Simulationen haben wir ja ein Thema, wo wir zum Beispiel mit Verschlüsselung an der Stelle nicht weiterkommen, wo ja allein schon die Frage, wie stark wird hier eine bestimmte Compute-Infrastruktur in Anspruch genommen, möglicherweise schon Rückschlüsse zulassen kann, was der Kunde jeweils dann da macht. Dieses Projekt will hier also ein Best Practice zeigen für einen Anwendungscase. Ein anderes Beispiel, das ein bisschen mehr in die Zukunft blickt, ist das Projekt Sensor Cloud. Da geht es darum, Daten, die über verschiedenste Arten von Sensoren erfasst werden können, in einer hochskalierbaren Plattform zu sammeln, also im Prinzip an Daten, naja, nicht unbedingt Marktplatz, aber eine Datenplattform aufzubauen, mit der man eben zum einen verschiedene Sensordaten auch kombinieren kann, weil man sie eben über eine einheitliche Plattform verfügbar hat und wo eben über diese Plattform auch entsprechende Analyse- und Auswertungstools zur Verfügung gestellt werden, sodass nicht jeder für seine Sensoranwendung die einzeln entwickeln muss und über so eine Plattform eben auch die Möglichkeit hat, besser kooperative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also gerade wenn man jetzt hier das Beispiel nimmt, das in dem Projekt im Vordergrund steht, intelligentes Energiemanagement, kann man sich ja halt auch vorstellen, dass hier unterschiedliche Partner unterwegs sind. Also die einen, die eben die Heizungssteuerung machen, die anderen, die für die Elektrik zuständig sind und dass man sich hier eben auch Szenarien überlegt, wie man diese Daten zum Beispiel für ein effizientes Energiemanagement kooperativ nutzt. Das ist über solche Cloud-Plattformen eben möglich. Drittes Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, das stärker, wie gesagt, das Thema Basistechnologien angeht. Das Projekt nennt sich Sealed Cloud. Da ist der Ansatz, dass man eine Kombination von verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen entwickelt, um eben eine versiegelte Infrastruktur zu schaffen. Das heißt, es über technische, organisatorische Maßnahmen auch sicherstellen will, dass eben ein Rechenzentrumsmitarbeiter keinen Zugriff auf Daten hat. Und das ist ein Beispiel, wie man eben auch ein gewisses, wenn man diese Technologie einsetzt, ein gewisses Gütesiegel schaffen könnte. Das ist die Idee, die da dahinter steckt, mit der eben Rechenzentrumsbetreiber zeigen können, dass sie bestimmte sichere Prozesse bei sich auch etabliert haben und damit vertrauenswürdig sind. Ein viertes Beispiel habe ich jetzt hier gar nicht auf den Folien. Das hatte mir Herr Hühnlein, der hier auch im Raum ist, vorhin noch gesagt. Also Herr Hühnlein ist der Projektleiter für das Projekt Skydentity. Die beschäftigen sich mit dem Thema Identity Management und wie man eben hier einen Identity Broker schaffen kann, damit man also mit verschiedenen Authentifizierungsmethoden sich anmelden kann und ich als Entwickler einer Cloud-Applikation nicht 100 verschiedene Authentifizierungstechnologien unterstützen muss, sondern das über so einen Broker machen kann. Und die sind jetzt interessanterweise auch im Gespräch mit der deutschen Cloud, mit der deutschen Wolke, die dabei sind, zu überlegen, diesen Identity Broker für sich eben auch einzusetzen. Das ist also ein Beispiel, wie so ein Prototyp, der in einem dieser Projekte entwickelt wird, dann eben auch in die Anwendung kommt. Aber neben der Technologieentwicklung beschäftigen sich die Projekte oder einzelne Vertreter aus den Projekten auch mit übergreifenden Fragen. Wichtig hier vor allen Dingen eben, hat es vorhin auch schon gesagt, das Thema Rechtsrahmen. Und da gibt es eine projektübergreifende AG, die zu verschiedenen Themen hier eben auch schon Papiere erarbeitet hat, die Orientierungswissen in dem Bereich geben wollen. Also das eine ist zum Datenschutzrecht, das ja momentan auf EU-Ebene in Überarbeitung ist. Da gibt es ein rechtspolitisches Thesenpapier. Dann
gibt es eins zum Thema Lizenzierungsbedarf. Also im Cloud Computing verändert sich ja auch die Lizenzierungsanforderungen, weil das ja auch andere Geschäfts- und Distributionsmodelle sind. Dazu gibt es eben ein Arbeitspapier, was das aus rechtlicher Sicht bedeutet. Und wenn man erstmal nur einen Überblick haben will, gibt es auch einen ganz guten Artikel mit Recht in der Cloud, der in den Schlaglichtern der Wirtschaftspolitik des Bundeswirtschaftsministeriums erschienen ist. Also für diejenigen, die da erstmal einen Einstieg suchen, kann ich das nur empfehlen. Und was jetzt ganz aktuell in dieser AG passiert ist, die überlegen sich eine Zertifizierung, eine Datenschutzzertifizierung für Cloud-Dienste aufzubauen. Das heißt, es geht jetzt hier nicht um das Thema Sicherheitszertifizierung im Kern, also nicht im Sinne einer ISO 27X-Zertifizierung, sondern einer Zertifizierung, inwieweit die Dienste datenschutzrechtlich compliant sind. Und das soll als Projekt aufgesetzt werden mit verschiedenen Partnern. Zum einen sind da die Datenschutzbehörden direkt mit mehreren Vertretern dabei, verschiedene Cloud-Anbieter, unter anderem auch die Telekom, die ja hier im Raum ist, Prüfinstitutionen, die dann später diese Zertifizierung auch durchführen sollen und natürlich Rechtsanwaltskanzleien, ohne die geht es nicht. So, das sind Aktivitäten, die momentan im Rahmen dieses Trusted Cloud-Programms laufen und wir sehen für das Ganze natürlich auch eine europäische Dimension. Hat es vorhin ja auch schon in dem Aktionsprogramm erwähnt, da ist ja ein Punkt internationale Entwicklung mitgestalten und gerade auf EU-Ebene gibt es ja auch eine entsprechende Cloud Computing Strategie, die von der Europäischen Kommission hier letztes Jahr vorgestellt wurde. Und da sind wir natürlich auch in engem Austausch mit den entsprechenden Vertretern der Kommission, wo wir Wissen aus den Projekten da eben auch einbringen können und versuchen, da eben auch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Es ist für uns ja natürlich ein Thema, dass wir versuchen wollen, die nationale Wirtschaft zu stärken. Aber trotzdem ist es natürlich ein Thema, wo man jetzt auch nicht jetzt neue Grenzzäune hochziehen sollte, sondern wo man sich einfach überlegen muss, welcher Raum ist für welches Geschäftsmodell sinnvoll. Dementsprechend gibt es ja auch sowas wie die deutsche Wolke. Und da gibt es eben auf europäischer Ebene momentan auch Diskussionen, inwieweit man hier Geschäftsmodelle entwickeln kann, die eben den europäischen Raum auch stärken. Es gibt Überlegungen zum sogenannten Data Schengen, also wie man einen speziellen Rechtsraum schafft, der etwas höhere Sicherheitsanforderungen hat. Da ist momentan viel in der Diskussion und da hoffen wir, dass da bald auch konkretere Ergebnisse da sind, die vielleicht dem einen oder anderen Anwender dann wieder etwas mehr Sicherheit geben, wie sie Dienste auch rechtsverträglich nutzen können. Ja, das war ein Überblick über das, was das Wirtschaftsministerium macht mit seinem Aktionsprogramm Cloud Computing und dem Technologieprogramm Trusted Cloud. Ich kann auch noch erwähnen, dass ein weiteres Förderthema sicherlich in nächster Zeit hier Big Data sein wird, wo wir jetzt ein Folgeprogramm aufgesetzt haben. Und ansonsten stehe ich natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.